Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, herzlich willkommen zu unserer zweiten Veranstaltung in diesem Format. Eine Herausforderung, weil wir die digitale Technik letztlich mit einer Präsenzveranstaltung hier aus unserem Krankenhaus verbinden. Ich freue mich sehr, Herrn Professor Reif begrüßen zu dürfen. Herr Professor Reif ist Direktor der Universitätsklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik an der Universität Frankfurt und ist heute bei uns mit einem ausgesprochen interessanten Thema, bipolare Störungen, da ein weites Feld von der Versorgung über wissenschaftliche Implikationen, wissenschaftliche Forschungsstandards. Und ich freue mich ganz besonders, Herr Reif, dass Sie bei uns sind. Sie haben Ihre berufliche, wissenschaftliche Versorgungsperspektive in Würzburg begonnen, wesentliche Teile dort auch absolviert und sind dann von Würzburg nach Frankfurt dort den Lehrstuhl übernommen. Das Feld der bipolaren Störung hat Sie von Würzburg an bis jetzt verfolgt oder Sie haben es ganz wesentlich bestimmt. Aber auch die neurowissenschaftliche Forschung an sich, translationale Psychiatrie ist ein wichtiges Stichwort, was mit Ihnen verbunden wird, vom Molekül bis zur Erkrankung, wenn man das so sagen will, und auch genetische Forschung. Also es ist ganz viel, was Sie in diesem Feld bedienen und wofür wir dankbar sind, dass Sie den einen oder anderen Aspekt zu uns mitgebracht haben. Ich darf Ihnen das Wort übergeben und freue mich sehr auf Ihren Vortrag und unsere Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte und für die Einführung und auch für die Einladung hier nach Leipzig. Das war ja alles ein bisschen anders geplant. Ich glaube, gesprochen hatten wir hier über den Vortrag vor einem Dreivierteljahr oder so und war damals schon nicht ganz einfach, das alles in den Terminkalender zu kriegen. Haben wir das alles genau ausbaldovert, dass das mit den ganzen Agendas so hinhaut. Und dann kam Corona und die ganze Agenda war plötzlich super leer. Dann haben wir uns gefreut auf der einen Seite, dass Zeit ist. Auf der anderen Seite war es dann natürlich ein bisschen schwierig, weil ich wusste, ob ich überhaupt kommen kann. Und dann war eigentlich die Planung, dass ich morgen dann von hier nach Düsseldorf fliege, weil ich da einen anderen Termin habe, sodass ich hier noch ein bisschen einen schönen Abend in Leipzig hätte haben können und die schöne Stadt noch ein bisschen angucken kann. Aber dann hat EasyWings den Flug gestrichen und deswegen ist jetzt auch noch nicht mal das der Fall. Aber ich habe hier die Möglichkeit, das erste Mal jetzt so ein Blended Meeting zu machen, was ich auch ganz toll finde. Das ist schon sehr innovativ, muss ich sagen, und ist auch deutlich angenehmer, als alleine vor sich hin zu monologisieren und in irgendeine Kamera zu sprechen und gar niemanden zu sehen. Das habe ich jetzt auch ein paar Mal gemacht, unter anderem für die Hauptvorlesung. Das ist total ätzend. Also da spricht man so vor sich hin und monologisiert und weiß überhaupt nicht, was der Rest der Welt so denkt. Da ist das schon deutlich spannender. Bin mal gespannt, wie es läuft und hoffe, es ist für Sie auch eine spannende und gute Erfahrung. Ja, dann kommen wir mal zum Vortrag an sich. Sehe ich den auch auf dem Bildschirm oder kommt der nur hier? Ja, wunderbar, das ist ja perfekt. Ein Traum. Genau, es soll heute gehen um die Therapie der bipolaren Störung und zwar werde ich ein bisschen was zur Medikation sagen, da insbesondere auf dem Boden der überarbeiteten S3-Leitlinie so richtig arg viel Neues zur Therapie der bipolaren Störung gibt es ja leider nicht. Ich habe Ihnen ein bisschen was über nicht-medikamentöse Interventionen bewusst breit formuliert mitgebracht und am Schluss noch ein paar Worte zu Stepped Care, wenn wir denn noch dazu kommen. Kurz zur Einleitung. Ich glaube, etwas, was wir generell in der Psychiatrie viel zu wenig beachten und bedenken, ist die stadienadaptierte Therapie. Prinzipien, die wir in der Onkologie beispielsweise oder auch in der Rheumatologie, in anderen medizinischen Feldern schon ganz lange bedenken, aber in der Psychiatrie findet sich das leider noch nicht so wieder, auch nicht in den Leitlinien, wenn man ehrlich ist. Bei der bipolaren Störung wären das, wenn man sich die verschiedenen Stadien der Erkrankung anguckt, die ersten Symptome, die Prodromalzustände bis hin dann zur ersten affektiven Episode, die Erstmanifestation der Erkrankung an sich. Und Sie wissen, die bipolare Störung ist definiert durch das Vorhandensein von manischen oder zumindest hypomanen Zuständen. Die erste affektive Episode ist aber sehr häufig eine depressive in mehr als der Hälfte der Fälle, sodass die korrekte Krankheitsbezeichnung der bipolaren Erkrankung häufig oft sehr viel später kommt. Kommen wir gleich noch drauf. Dann natürlich erneute Episoden bis hin zur Chronifizierung. Und all diese unterschiedlichen Stadien brauchen auch spezifische Therapien, spezifische Diagnostik, spezifische Nachbehandlung. Und diese Patientenkarriere, den Patientenverlauf hier entsprechend zu bedenken, ist was, was wir noch viel zu selten tun. Diesen Ansatz hat man auch in dem Psychiatrienetzwerk BMBF gefördert, BipoLife, versucht zu verfolgen, das ja hier in der Nachbarstadt Dresden
koordiniert wird von Professor Bauer. Hier eben die verschiedenen Phasen, Früherkennung, Frühintervention, dann aber auch Therapie bei Suizidalität, Komorbidität und Therapieresistenz in den fortgeschrittenen Krankheitsphasen. Gibt ganz verschiedene dieser Stadien- oder Phaseneinteilung. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein jetzt in der Darstellung, dass Sie das im Detail sehen. Das ist eine Arbeit von Frank et al., der hier versucht hat, vom Stadium 0, das wäre letztendlich eine Risikokonstellation für die bipolare Störung aufgrund von Familienanamnese, über dann Prodromalzustände bis hin zu Chronifizierung darzustellen mit assoziierten Biomarkern, klinischer Symptomatik und Gefährdungsaspekte. Ich habe mal versucht, das typische Alter des Patienten daneben zu plotten. Und Sie sehen, der Übergang in die Erkrankung hier, der ist typischerweise in der dritten Lebensdekade, Mitte der 20er, wenn wir auch die Erstdiagnose machen, obwohl die ersten Krankheitssymptome eben schon sehr viel früher da sind. Und das erklärt diese Grafik hier von Frau Professor Pfennig, auch aus Dresden, wo man sieht, die ersten Krankheitssymptome, die kommen so um das 20. Lebensjahr herum vor, mit einer großen Streuung, während dann die korrekte Diagnose der bipolaren Störung ca. 10 Jahre später kommt. Das liegt jetzt natürlich nicht daran, dass all die beteiligten Ärzte nichts von ihrem Beruf verstehen und dass die alle nichts können, sondern eben daran, dass wir häufig die ersten Episoden als Depression manifestiert haben und dann erst mit der ersten Manie einige Jahre später die definierende Erkrankungsphase kommt. Und es wäre natürlich schon sehr wünschenswert, dass wir früher auch wüssten, dass es sich um eine bipolare Erkrankung handelt, weil die Behandlung natürlich anders ist als bei einer unipolaren Depression. Problematisch ist das auch, wir wissen, je häufiger die bipolare Störung unbehandelt bleibt, umso mehr Phasen werden später kommen, umso größer die Krankheitslast, desto schlimmer die Symptome. Es ist ganz ähnlich wie bei Psychosen, der Duration of Untreated Psychosis. So ist auch bei der bipolaren Störung die Duration of Untreated Bipolar Disorder, wenn man so will, ein Prädiktor für einen schlechteren Verlauf. Eine kleine Spezialität bei den bipolaren Störungen ist wahrscheinlich dann schon, dass viele subklinische Symptome, gerade der manischen Polarität, Antriebssteigerung, Umtriebigkeit, riskantes Verhalten, häufig vom Patienten gar nicht so als krankhaft wahrgenommen werden, gar nicht aktiv geschildert werden, im primärärztlichen System auch nicht als krank wahrgenommen werden und dann, gerade wenn der Patient in der Depression kommt, auch gar nicht apparent sind, sodass man die schon sehr aktiv explorieren muss, nachfragen muss, idealerweise die Angehörigen auch mitbefragen muss. Und das ist nicht immer einfach und da fehlt vielleicht auch im klinischen Alltag manchmal die gebotene Zeit, die das eigentlich auch erfordert. Das sind ganz spezifische Probleme und da gibt es ganz erstaunliche Verläufe, wenn man dann das erste Mal, oder erstaunliche Dinge, wenn man das erste Mal mit den Angehörigen spricht, denkt, man hätte einen depressiven Patienten vor sich und dann erzählt der Angehörige, ja, aber vor 2 Jahren, da ist meine Frau dann für 2000 Euro mit dem Taxi nach Paris gefahren und hat da die Nächte durchgemacht. Das ist jetzt kein erfundenes Beispiel, da habe ich gerade momentan eine Patientin auf Station, bei der genau das der Fall ist. Das wussten wir auch, aber auch auf Nachfrage in der Depression hat die gesagt, nein, manisch war ich nie, mein ganzes Leben nicht. Also jetzt kommt sie aus der Depression raus und erkennt auch diese früheren Verhaltensweisen ganz klar als pathologisch. 2 Worte noch zum bipolaren Prodrom. Sie alle kennen das Prodrom aus der Psychosebehandlung und wissen, dass es eine sehr unspezifische Symptomkonstellation ist, die je näher die Erkrankung kommt, desto spezifischer wird. Und ganz ähnlich ist das auch bei der bipolaren Störung. Auch hier gibt es Prodromalzustände. Hier nur ein Beispiel, eine systematische Übersicht, die vor ein paar Jahren publiziert wurde. Und auch bei der bipolaren Störung ist es so, dass dieses Prodrom letztlich recht unspezifisch ist. Sie sehen in dieser systematischen Übersichtsarbeit, sieht man den Pointer? Ja, so ein bisschen. 8 Studien, die sich damit beschäftigt haben und die als Symptome identifiziert haben, Irritabilität, Aggressivität, Schlafstörungen, Depression, manische Symptome, Hyperaktivität, Angst und Stimmungsschwankungen. Und wenn man sich das jetzt nochmal genauer anguckt, gut, Irritabilität, Aggression ist sehr unspezifisch, Schlafstörungen ist wahrscheinlich das Unspezifischste, was Sie in der ganzen Psychiatrie finden werden als Symptom, tritt bei jeder Erkrankung auf, ist also nicht wirklich geeignet, um die bipolare Störung zu definieren. Dann muss man natürlich sagen, manietypische Symptome, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, dass man da dann an eine Manie denkt, wenn jemand schon gesteigerten Antrieb und gehobene Stimmung hat.
Depressive Symptome sind jetzt auch nicht so sonderlich überraschend und gerade bei der Differentialdiagnose zur Depression nicht wirklich weiterführend. Und Angst ist natürlich auch was ganz, ganz Unspezifisches. Stimmungsschwankungen, das hat natürlich schon eine gewisse Spezifität, tritt aber auch bei ganz vielen anderen psychiatrischen Erkrankungen wie ADHS und Borderline-Störung auf. Und da werden wir dann vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Lange Rede, kurzer Sinn, dieses bipolare Prodrom ist relativ unspezifisch. Das differenziert gut Patienten von Kontrollen. Also wenn jemand kommt mit diesen Prodromalsymptomen, dann ist das schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass da ein Patient vor Ihnen sitzt. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwo klar, weil zu Ihnen ja nur Patienten kommen. Ich gehe davon aus, dass Sie auch hier in Leipzig nicht am Hauptbahnhof Ihre Patienten einfangen und irgendwelche Leute mitnehmen, sondern dass die Patienten hier zu Ihnen kommen. Also dass da jemand sitzt, der ein Problem hat, das wissen Sie auch schon vorher. Sie wollen ja wissen, was hat er für ein Problem. Und da hilft Ihnen das auch nicht so wirklich weiter, weil das eben hochvariabel ist, kein spezifisches Muster hat. Aber es sollte eben, wenn Menschen mit diesen Symptomen sich vorstellen, auf jeden Fall dazu führen, dass man im Hinterkopf haben sollte, das könnte eine bipolare Störung sein, da könnte noch eine volle Stimmungsepisode kommen, muss ich auf jeden Fall sorgfältig beobachten und vielleicht auch in der Behandlung das im Hinterkopf dahingehend behalten, dass ich jetzt keine Substanzen einsetze, die möglicherweise eine bipolare Störung verschlechtern könnten. Gerade was Manieprovokation angeht oder dann vielleicht sogar Antipsychotika-induzierte Depressivität oder Ähnliches. Gut, ich würde im Folgenden im Wesentlichen zwei große Themenblöcke Ihnen nahebringen. Das eine ist so ein bisschen mein Spezialgebiet, die Komorbidität mit ADHS, die tatsächlich ein großes klinisches Problem ist. Wenn man da mal genauer hinguckt, dann würde ich Ihnen kurz die neuen Leitlinien vorstellen zur Behandlung der bipolaren Depression, insbesondere der therapieresistenten bipolaren Depression. Ich habe jetzt nichts mitgebracht zur leitliniengerechten Behandlung der Manie. Erstens hat sich nichts geändert, zweitens ist das nicht unbedingt das größte Problem in der Behandlung der bipolaren Störung, wie ich finde. Ich finde das mit der Depression sehr viel schlimmer und das wird dann übergehen in die nicht-medikamentösen Ansätze und Stepped Care, wenn dazu noch Zeit ist. Ja, ADHS, bipolare Störung. Sie kennen alle hier diese Bilder aus dem Strubbelpeter, denke ich mal. Ein Buch, was im 19. Jahrhundert einer der Bestseller war, in über 200 Sprachen übersetzt, ungezählte Auflagen, geschrieben von Heinrich Hofmann. Und der ist mit diesem Buch wirklich Europa bekannt geworden. Das hat im Inneren auch eine Audienz bei Kaiser Wilhelm eingebracht. Eigentlich war der Heinrich Hofmann aber Psychiater und zwar der erste Direktor einer psychiatrischen Klinik in Frankfurt und somit mein Vorgänger. Der hat diesen Strubbelpeter nicht geschrieben als diagnostisches Manual oder als Lehrbuch, das war schlicht ein Weihnachtsgeschenk für seinen Sohn und Freunde von ihm haben ihn dann überredet, dass er diesen Strubbelpeter publizieren soll. Das war eigentlich so nie geplant. Und er hat in diesem Buch schlicht und einfach dargestellt Verhaltensweisen von Kindern, was er in seiner Umgebung so gesehen hat. Er hatte auch keine Kinder- oder jugendpsychiatrische Expertise. Er hatte ehrlich gesagt auch keine psychiatrische Expertise. Der war vorher Allgemeinarzt und in der Sektion zuständig. Aber er konnte gut beobachten und man sieht hier die Hyperaktivität des Zappelphilips am Tisch. Man sieht das Aufmerksamkeitsdefizit dieses Jungen, der da vermutlich gleich in den Main fällt. Heutzutage wird er nicht die Vögel, sondern Smartphones angucken. Und man sieht den bösen Friedrich, der hier ein oppositionelles Trotzverhalten oder eine Conduct Disorder an den Tag legt und hier Tiere quält und Sachen kaputt macht. Das ist die klassische Trias des kindlichen ADHS, wie das gut bekannt ist. Und wenn man jetzt sich die gemeinsamen Symptome von ADHS und bipolarer Störung mal so gegeneinander stellt, Sie sehen hier die DSM-4-Kriterien noch, dann findet man bei ADHS, redet viel, wird leicht abgelenkt, ist hypermotorisch, zappelt herum, fidgety ist das, stört andere, unterbricht andere in Gesprächen und dann kann man so daneben stellen, Symptome der Manie, redet auch mehr, ist ablenkbar, erhöhte körperliche Aktivität, soziale Disinhibition. Das ist natürlich ein sehr krudes Herangehen und ein sehr amerikanisches Herangehen. Man hat Symptome, man stellt die nebeneinander und findet irgendeine Ähnlichkeit. Auf dieselbe Art und Weise könnte man jetzt auch sagen, ja gut, es ist weiß, es fliegt, es hat zwei Flügel und ist vorne spitz. Das trifft auf eine Konkorze und auf eine Möwe. Das wird man trotzdem sagen, die Ähnlichkeit ist überschaubar und da ist sicherlich auch nichts Gleiches zu finden. Insofern finde ich diese
rein symptomatischen Ähnlichkeiten sehr unbefriedigend. Wenn man da genauer hinguckt, erklärt sich vielleicht auch schon die eine oder andere Studie, die rein mit diesen symptomatischen Checklisten erhöhte Komorbiditäten finden. Es gibt ja auch ganz erhebliche Unterschiede zwischen diesen beiden Erkrankungen. ADHS beginnt in der Kindheit, die bipolare Störung typischerweise in der späten Adoleszenz, im Erwachsenenalter. ADHS ist als Background-Phänomen, als Trait immer mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden, währenddessen die zumindest klassische bipolare Störung eine phasenhafte Erkrankung ist, die episodisch verläuft. Wenn man genauer hinguckt, unterscheiden sich auch die Stimmungsschwankungen der beiden Erkrankungen. Die gibt es bei beiden Erkrankungen, aber sie sind schon anders. Die bipolare Störung ist charakterisiert durch hochintensive, durch hochamplitudige Stimmungsschwankungen, schwere Depressionen, ausgeprägte Manien von eher niedrigerer Frequenz. Das sind im Durchschnitt so 6 bis 8 Episoden pro Leben. Während die Stimmungsschwankungen bei der ADHS hochfrequent sind, Patienten haben mehrere Stimmungsschwankungen während eines Tages, da ist es morgens so, mittags wieder anders, das geht dauernd hoch und runter, aber eben auch nicht so ausgeprägt wie bei der bipolaren Störung. Und es ist bei ADHS häufig durch externe Situationen getriggert, was bei der bipolaren Störung weit weniger ausgeprägt zu finden ist. Auch unterscheidet sich die pharmakologische Behandlung, Stimulantien bei ADHS und Lithium bei der bipolaren Störung. Also schon auch sehr, sehr unterschiedlich, sodass man es bei den klaren Phänotypen eigentlich mit einer guten Anamnese ganz gut auseinander bekommt. Aber wenn man auch hohe diagnostisch gute Instrumente anlegt, findet man eine erhöhte Komorbidität beider Erkrankungen. Ich habe Ihnen hier mal ein etwas altes Slide, zeige Ihnen gleich ein Update. Studien mitgebracht, die auf epidemiologischer Ebene Patienten mit bipolarer Störung untersuchen, ob gleichzeitig ein kindliches oder adultes ADHS vorliegt und auch andersrum Gruppen mit adulten ADHS, ob bipolare Störung vorliegt. Und Sie sehen, das konvergiert ganz gut. Hier oben ungefähr 10 bis 20% aller Patienten mit einer bipolaren Störung erfüllen auch die Kriterien für ein kindliches oder adultes ADHS. Die Streuung bei dem primären Sample adultes ADHS und komorbide bipolare Störung ist sehr viel größer. Fragen Sie mich nicht, warum das so ist, kann ich Ihnen tatsächlich nicht erklären. Aber auch da sieht man, dass die Komorbidität signifikant ist. Die ADHS-Patienten leiden so zwischen ja, auch 10 und 20%, muss man sagen, an einer komorbiden bipolaren Störung. Und das ist ganz unabhängig von der Phase der Störung, das ist unabhängig vom verwendeten Interview. All diese Kriterien haben hier keinen Einfluss. Aufgrund dieser ersten Studien hatten wir jetzt einen systematischen Review und eine Meta-Analyse durchgeführt. Die ist zur Hälfte fertig, deswegen kann ich Ihnen nur die eine Hälfte präsentieren, nämlich die Prävalenz von bipolarer Störung bei Patienten mit adulten ADHS. Sie sehen, es gibt sehr, sehr zahlreiche Studien zu diesem Thema. Sie sehen in der oberen Hälfte dieser Abbildung hier die Studien, die sich mit einem momentan vorhandenen, einer Current Bipolar Disorder beschäftigen, also Vorhandensein einer Stimmungserkrankung in den letzten 12 Monaten, und unten Lifetime. Und Sie sehen, dass die Odds Ratio hier für aktuelle bipolare Störung bei adulten ADHS bei 3,7, also knapp vierfach erhöhtes Risiko liegt. Und bei Lifetime-bipolarer Störung ist das Risiko fast neunfach erhöht. Und das ist doch eine signifikante Nummer. Wir hatten dann noch untersucht, ob es Einflussfaktoren darauf gibt. Wir finden keinen Unterschied, ob wir hier klinische oder epidemiologische Samples verwenden. Keinen Einfluss von Alter, keinen Einfluss von Geschlecht. Das Einzige, was wirklich einen prominenten Einflussfaktor hatte, war der Kontinent, auf dem die Studie durchgeführt worden ist. Das sehen Sie hier. Asien gibt es nur eine einzige Studie, das kann man vielleicht also mal außer Acht lassen. Oben sind die amerikanischen Studien. Amerikanisch heißt hier ganz im Wesentlichen nordamerikanisch, während Sie unten die europäischen Studien sehen. Und Sie sehen, dass die Prävalenz der amerikanischen Studien hier gibt es eine 13-fache Risikoerhöhung für die bipolare Störung in den USA. Und man findet in Europa nur einen Wert von einer vierfachen Risikoerhöhung. Und das ist doch ein sehr prominenter Unterschied. Und wenn ich da jetzt anfangen würde, darüber zu spekulieren,
woher das kommt, dann würde die Stunde wahrscheinlich nicht reichen. Will es deswegen auch nicht tun, aber ich finde es doch einen sehr interessanten Befund, der uns wahrscheinlich sehr viel über die diagnostischen Gepflogenheiten als auch die, ja, ich sage jetzt mal, psychiatrischen Sitten in den unterschiedlichen Herkunftsländern verrät. Die zweite Art und Weise, wie man sich dieser Frage nähern kann, sind familienbasierte Untersuchungen. Man nimmt einen Patienten mit einer bipolaren Störung und guckt dann bei Familienangehörigen, leiden die an einem ADHS oder aber mit einem ADHS-Patienten und guckt, ob erstgradige Angehörige an bipolarer Störung leiden. Auch hier gibt es eine Meta-Analyse von Steve Arone und Sie sehen, dass in beiden Fällen, also egal ob der Indexpatient bipolar ist oder adultes ADHS hat, hier gibt es eine ungefähr zweifache Risikoerhöhung bei erstgradigen Angehörigen für die jeweils andere Erkrankung, sodass man schon darauf schließen kann, es gibt eine erhöhte Komorbidität und die ist vermutlich auch zum Teil genetisch bedingt. Das Ganze wird klinisch jetzt differentialdiagnostisch dadurch nicht einfacher. Wenn man sich überlegt, okay, es gibt eine Gruppe von Patienten, die leidet komorbid an beiden Erkrankungen, und es gibt natürlich eine größere Gruppe, die an einer in Anführungszeichen reinen Erkrankung leidet. Wie kriege ich das diagnostisch auseinander? So eines der Kernmerkmale der Irritabilität, auch bei der bipolaren Störung, emotionale Instabilität, die findet sich eben auch bei ADHS. Das ist ein sehr schöne Studie hier von Phil Asherson aus London, der Probanden so ein Armband mitgegeben hat, das hat also zufällig untertags geklingelt und dann mussten die angeben, wie gereizt und irritabel die gerade sind. Und man sieht schon auf dem allerersten Blick, dass die ADHS-Patienten hier unten deutlich dunkler sind, also deutlich irritabler sind als die gesunden Kontrollen oben. Also hier gibt es mehr Stimmungsschwankungen, mehr Irritabilität. Nur hier der allererste Mensch, der hatte echt einen lausigen Montag, muss man sagen, das kenne ich. Also weiß nicht, vielleicht war der in unserem Job tätig, wo man dann Montag erstmal die ganzen Aufnahmen vom Wochenende dann abarbeiten muss. Aber im Großen und Ganzen schon prominente Unterschiede. Und wenn man sich jetzt nochmal vor Augen hält, dass die bipolare Störung ja auch die Mischzustände ganz charakteristisch hat, mit sowohl depressiven Symptomen wie Hoffnungslosigkeit, gedrückter Stimmung, aber eben dann auch den gleichzeitig vorhandenen manischen Symptomen wie Gereiztheit und gesteigerten Antrieb, die sich dann auch durch Stimmungsschwankungen, Irritabilität auszeichnen, dann können Sie sich vorstellen, dass das im Alltag nicht unbedingt immer einfach ist zu differenzieren. Habe ich hier einen bipolaren Patienten im Mischzustand? Habe ich einen Patienten, der an bipolarer Störung und ADHS gleichzeitig leidet? Oder habe ich tatsächlich einen ADHS-Patienten mit ausgeprägten Stimmungsschwankungen, aber keiner zusätzlichen Stimmungserkrankung? Und das zu entscheiden, gelingt nicht unbedingt immer in den ersten 5 Minuten. Da braucht es zum einen eine gute klinische Untersuchung. Es braucht da auch mal die Verlaufsuntersuchung auf der Station, dass man sieht, wo die Erkrankung hingeht. Es braucht eine gute Anamnese hier, insbesondere in die Kindheit hinein. Gab es eben in der Kindheit schon ADHS-typische Auffälligkeiten? Wie hat sich das weiterentwickelt? Oder ist es ein Krankheitsbild, eine Symptomatik, die sich mit 23 Jahren zum ersten Mal de novo entwickelt hat? Keine ganz triviale Frage eben, aber deswegen sind wir auch Fachärzte, um sich genau diesen Dingen auch zu widmen. Hier würde ich ganz gerne als Take-Home-Message Ihnen mit auf den Weg geben, dass die beiden Erkrankungen gemeinsam vorkommen können. Mein Eindruck ist, dass wir sehen relativ viele dieser Patienten eben durch diesen Schwerpunkt. Wir haben auch immer wieder Patienten, die mit vordiagnostizierten ADHS kommen, dann tatsächlich bipolar sind und andersrum. Aber mein Eindruck ist schon, dass die komorbiden Patienten häufiger Bipolar 2 Patienten sind als Bipolar 1 Patienten. Ich kann Ihnen das jetzt aber nicht wirklich mit Daten belegen. Zweite Take-Home-Message, es gibt kein adultes ADHS ohne kindliches ADHS. Wenn Sie die Diagnose stellen, müssen Sie also tatsächlich die Symptomatik zumindest anamnestisch, idealerweise fremdanamnestisch oder durch Zeugnisse und Ähnliches in die Kindheit zurückverfolgen können. Und dabei muss man wissen, dass das Gedächtnis der Patienten, aber auch der Angehörigen nicht immer zuverlässig ist und man hat schon auch die Tendenz, dann alles, was die eigene Hypothese unterstreicht, gleich als Baustein zu verwenden. Aufgrund des Umzugs meiner Eltern sind mir jetzt meine eigenen Zeugnisse mal wieder in die Hände gefallen. Naja, also da stand dann schon auch drin, der kleine Andreas arbeitet engagiert mit, muss aber auch lernen, seine Gegenüber zu Wort kommen zu lassen.
und ein paar Dinge mehr, die, wenn man sie so jetzt im Zeugnis lesen würde, beim Patienten sofort dick unterkringeln würde, sagt Verdacht auf ADHS, und das hatte ich jetzt, glaube ich, wirklich nicht. Also sind Sie da auch selbstkritisch, wenn Sie die Diagnose stellen? Sie brauchen so viele Informationen, wie es geht, wenn Sie keine vorliegenden Arztbriefe oder Ähnliches haben. Wenn Sie diagnostizieren, dann sollten Sie auch die etablierten Rating-Skalen für ADHS anwenden. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Ich glaube, da hat man viel zu viel Bohai drum gemacht, dass man 8 Stunden lang Fragebögen ausfüllen muss. Das ist nicht so, aber ein paar validierte, standardisierte Instrumente wie den ASRS, den WUS und systematisch die DSM-4 oder 5 Kriterien abzufragen, das sollte schon drin sein. Man kann das ganz gut diagnostizieren, diese Komorbidität, auch in der Depression der bipolaren Störung, in der Manie oder in einer Misch-Episode, da geht das natürlich nicht. Da halte ich eine Diagnose für nicht valide. Auf jeden Fall sollte man die Diagnose, wenn man die Verdachtsdiagnose eines komorbiden ADHS stellt, in der Eutymenphase wiederholen. Wie behandle ich das, wenn ich beide Erkrankungen gleichzeitig habe? Das ist ja so die Kardinalfrage. Und da behandeln Sie beide Erkrankungen gemäß der Leitlinien, das heißt die bipolare Störung mit einem Stimmungsstabilisator und das ADHS, wenn notwendig, wenn klinisch relevant, mit einem Stimulans. Da kommt immer wieder die Frage, triggert das nicht eine Manie? Da zeige ich Ihnen gleich ein Bild noch dazu. Beide Erkrankungen, das wollte ich hier nur noch sagen, brauchen auch Psychoedukation und Psychotherapie, und gerade bei der Kombination ist es extrem wichtig, dass man auf Dinge wie Coping mit der Erkrankung, Awareness für die eigenen Störungen oder Issues einhergeht, dass man Skills-Training vermittelt, Selbstorganisation, das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Wie gesagt, die Frage, induziert Methylphenidat eine Manie, kann man ganz klar mit Nein beantworten, wenn Sie einen Stimmungsstabilisator geben. Da gibt es eine sehr schöne Arbeit von Viktorin, paar Jahre alt jetzt, aus schwedischen Registerdaten, relativ viele Patienten, die in diese Studie eingegangen sind über 5000 alles in allem. Und man sieht sehr, sehr klar, wenn man hier in der aktuellen Studie, das ist die hier, wenn man keine stimmungsstabilisierende Medikation mit an Bord hat, dann kommt es tatsächlich zu einer Erhöhung von manischen Symptomen. Aber unter Stimmungsstabilisator kommt das nicht vor. Ich habe auch tatsächlich noch nie gesehen, dass ein Patient unter stimmungsstabilisierender Medikation mit Methylphenidat dann in die Manie gekippt ist. Und ich habe bestimmt schon 50 Patienten kombiniert behandelt. Also es ist sicher, aber Sie brauchen den Stimmungsstabilisator an Bord. Das brauchen Sie und haben Sie aber sowieso. Insofern müssen Sie sich keine Sorgen machen. Irgendwann müssen Sie sich entscheiden, was Sie dem Patienten angedeihen lassen. Das wird unter Umständen eben nicht immer nach der ersten Untersuchung, nach den ersten 5 Minuten schon klar sein. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit, aber irgendwann müssen Sie sich entscheiden, weil es eben dann doch diagnostische oder therapeutische Konsequenzen hat. Ein kleiner Nebenaspekt, den ich persönlich sehr spannend finde, ist der Entwicklungsaspekt dieser Erkrankungen. Es gibt eine sehr schöne Studie von Anne Duffy aus Toronto, die Eltern mit bipolarer Störung und deren Nachwuchs untersucht hat, longitudinal über 20 Jahre hinweg. Und wenn man sich jetzt Eltern mit bipolarer Störung, die auf Lithium gut ansprechen, wenn man deren Kinder untersucht, dann sieht man so eine Trajektorie von gesunder Kindheit über unspezifische Angst- und Schlafstörungen hin über subaffektive Erkrankungen zu Depression oder dann möglicherweise weiter fortschreitend zur bipolaren Störung. Wenn Sie sich jetzt Eltern angucken, die nicht auf Lithium respondiert haben, dann sind die Kinder deutlich heterogener vom Beschwerdebild. Das geht schon sehr früh mit unspezifischen kognitiven und Stimmungssymptomen los, über dann ADHS, Cluster A, Persönlichkeitsstörung bzw. deren Vorläufer und dann hin auch zu einem ganz bunten Bild bis hin zu schizoaffektiven und anderen Psychosen. Es zeigt also, dass die Lithium-Responsivität der bipolaren Störungen möglicherweise tatsächlich ein biologischer Subtyp der Erkrankung ist, der eine relativ klare Trajektorie, eine relativ klare Genetik hat, während die Lithium-nicht-responsiven Patienten ein sehr heterogener Topf sind, in dem alle möglichen Erkrankungsgruppen vielleicht sich befinden. Und wenn man sieht, wie Amerikaner das diagnostizieren, da ist etliches dabei, was hier in Europa primär auch als Psychose diagnostiziert werden würde. So, damit würde ich jetzt zur
Therapie der bipolaren Depression kommen. Ich weiß nicht, ob aus dem Raum zum ersten Teil vielleicht Fragen da sind an diesem Punkt, weil wir jetzt einen anderen Block beginnen. Sehe ich keine. Wir haben ja generell gesagt, wir machen Fragen am Ende der Aufzeichnung. Insofern kommt das später vielleicht noch. Ja, S3-Leitlinie bipolare Störung wurde 2019 überarbeitet, gab dann 2020 nochmal eine redaktionelle Überarbeitung, ist aber grundsätzlich eben 2019 abgedatet worden. Viele der Empfehlungen haben sich aber nicht generell groß verändert, auf ein paar davon werde ich aber eingehen. Etwas provokant zu Beginn hier diese Aussage von Bob Post, einer der großen alten Männer in der Pharmakotherapie der bipolaren Störung. Ist mittlerweile, glaube ich, 85, ist aber immer noch auf Kongressen unterwegs und da sehr präsent. Und der hat dieses schöne Editorial geschrieben, The Myth of Evidence-Based Medicine for Bipolar Disorder, dem er sagt, gut, wir wissen da momentan einfach noch nicht dazu, dass wir alles evidenzbasiert entscheiden können. Das muss man natürlich mit einem Körnchen Salz auch nehmen. Die Leitlinien und die Studien sollten Grundlage unseres therapeutischen Handelns sein, aber man muss eben wissen, was in die Studien an Patienten eingegangen ist. Das ist nur eine Selektion der Patienten, die wir in der Realität sehen und viele, viele Fragestellungen sind schlicht und einfach noch nicht gut untersucht. Ja? Und das ist ein großes Problem und das Problem ist am größten meiner Meinung nach eben bei der bipolaren Depression, wenn man sich hier anguckt, wie wenig Studien das tatsächlich gibt und wie wenig Medikamente das gibt. Das ist schon fast ein Skandal. Da sprechen wir von einer Erkrankung mit einer Prävalenz von 1% in der Bevölkerung und die leiden alle irgendwann mal im Leben an einer Depression. Eine Erkrankung, also die jeden 100. Menschen mindestens betrifft und wir haben kaum eine gute Evidenzgrundlage für deren Behandlung. Das wäre in der somatischen Medizin mit Sicherheit nicht der Fall. Erst recht nicht, wenn es sich um eine Erkrankung mit so gravierenden Folgen für das Leben der Patienten handelt wie die bipolare Depression. Mit der Einschränkung des Funktionsniveaus, mit dem Suizidrisiko und so weiter. Ja, jetzt würde mich mal interessieren, wie behandeln Sie denn hier eine bipolare Depression? Mehrfachnennungen sind möglich. Wer behandelt eine bipolare Depression mit einem Antidepressivum? Darf mal die Hand heben. 1, 2, 3, 2,5? Zweimal eine halbe und 2? Also Zurückhaltung. Ich oute mich jetzt auch mal hier, ich auch. Ja, also geht nicht um Monotherapie, gell? Also schon, was setzt man ein? Lithium oder Valproat? Die anderen behandeln aber schon auch bipolare Störungen, oder? Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Antipsychotikum? Also ich sehe immer die drei selben Kolleginnen mit dem Kopfnicken. Kombination, jetzt dann doch nochmal explizit gefragt. Ja, gut. Also, gibt immer ganz bunte Bilder, wenn man das fragt. Und letztendlich hat natürlich alles seinen Platz, es fragt sich nur, wo. Und da finde ich es mal ganz interessant, auf den Zulassungsstatus zu gucken, nach jetzt Beipackzettel, wo ist welches Medikament zugelassen. Und grün unterlegt sind die zugelassenen Medikamente zur Akutbehandlung einer bipolaren Depression. Das ist Lithium mit Einschränkungen, das ist so ein bisschen verklausuliert formuliert. Da steht, Lithium kann eingesetzt werden zur Behandlung mancher Depressionen in Augmentation, als Augmentationstherapie. Da ist aber nicht das Wort bipolare Depression versteckt. Das bezieht sich eher auf allgemeine Depressionen. Also so richtig ganz klar ist das nicht. Das einzige Medikament, wo tatsächlich explizit in der Zulassung steht, ist zugelassen für die bipolare Depression, ist Quetiapin. Also da muss man jetzt mal feststellen, toll, eine Erkrankung, an der 2 Millionen Deutsche leiden, hat exakt ein Medikament, was zugelassen ist für deren Behandlung. Das ist schon mal ganz interessant, wie ich finde. Sie sehen, generell sind es nicht viele Medikamente, die zugelassen sind. Wir haben relativ viele Antipsychotika, sowohl Erst- als auch Zweitgenerations-Antipsychotika, die zugelassen sind zur Maniebehandlung. Kann es durchaus auch sein, dass ich da das eine oder andere unten vergessen habe. In der klinischen Praxis wird man da sicherlich auch das eine oder andere mal off-label einsetzen. Und Sie sehen die Medikamente, die die Zulassung für eine Phasenprophylaxe haben.
dass es im allerwesentlichen Lithium, fast alle anderen sind tatsächlich nur zugelassen, wenn es ein Ansprechen in der Akutphase gab oder Second Line. Auch Valproat ist interessanterweise, und das weiß fast keiner, zugelassen, Second Line, falls Lithium nicht in Frage kommt. Ja, und dann haben wir noch das Lamotrigin, was zugelassen ist zur Prophylaxe der Depression, was Ihnen aber akut irgendwie überhaupt nichts bringt, weil Sie es über Wochen bis Monate hinweg eindosieren müssen, und so viel Geduld hat weder der Patient noch der Arzt in aller Regel. In den USA für die bipolare Depression zugelassen ist das Lurasidon und das Cariprazin. Zum Cariprazin komme ich später noch. Das Lurasidon ist hier in Deutschland ja noch nicht mal für die Psychose durch das Amnok-Zusatznutzenverfahren gekommen, steht uns also nicht wirklich zur Verfügung, ist hier gar nicht ist verschreibungsfähig, aber Sie müssen es über eine Auslandsapotheke beziehen, und das ist ein Mordsaufwand, und so toll ist es jetzt dann doch auch nicht in der Indikation. Ganz Grundsätzliches, und das halte ich sehr kurz, zur Behandlung der bipolaren Depression aus der Leitlinie: Der Schweregrad der Depression ist zu beachten, und eine leichte bipolare Depression empfiehlt die Leitlinie eher nicht zu behandeln, nicht pharmakologisch zu behandeln aufgrund des Switch-Risikos. Ja, also da ist die Indikation für eine Therapie noch kritischer zu stellen, als das auch bei der unipolaren Depression der Fall ist. Und dann unten gibt es noch eine Empfehlung zur therapeutischen Drug-Monitoring, was gemacht werden sollte, wenn den Spiegel zur Verfügung stehen oder Spiegel evaluiert sind. Und Punkt 4 bezieht sich nochmal auf die Therapiewünsche des Patienten. Das ist ganz ähnlich wie bei der Depressionsleitlinie. Jo, was sagen denn die Studien, was man geben sollte? Hier die Zusammenfassung, die etwas versteckt in der Leitlinie zu finden ist: Antidepressivum in Kombination mit einem Stimmungsstabilisator. Da gibt es 4 positive Studien, was dann zu unterschiedlichen Empfehlungsgraden führt, komme ich gleich nochmal dazu, aber prinzipiell schon eine B-Empfehlung. Stimmungsstabilisatoren als Monotherapie, und das ist ganz interessant, da gibt es überall eine Null-Empfehlung. Es gibt keine positive Studie, dass ein Stimmungsstabilisator, und zwar egal welcher, zu einer akut antidepressiven Wirksamkeit führt, auch nicht Lithium. Das hilft auch da augmentativ, aber monotherapeutisch gibt es keine Studien, die das belegen. Lamotrigin, wie gesagt, dauert viel zu lang, die Aufdosierung. Valproat gibt es sogar eine abratende Empfehlung, das nicht einzusetzen bei der bipolaren Depression akut. Eine große Studie zum Thema Antidepressiva-Therapie plus oder minus Stimmungsstabilisatoren, die Leitlinien weltweit ganz entscheidend beeinflusst hat, ist die STEP-ED-Studie. Mitte der 2000er Jahre eine der großen Versorgungsstudien in den USA zusammen mit STAR*D und CATIE. Was ist da gemacht worden? Man hat Patienten randomisiert, die eine Hälfte in eine Gruppe mit Stimmungsstabilisator plus Antidepressivum, und das war jetzt Bupropion oder Paroxetin, die andere Hälfte Stimmungsstabilisator oder ein Placebo, und man hat gesehen, dass es hier zwischen diesen beiden Gruppen keinen signifikanten Unterschied gab, egal welches Outcome man gewählt hat, also stabile Remission, Recovery, egal was, es gab keinen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen, sodass die Schlussfolgerung war, wenn man einen Stimmungsstabilisator verwendet, dann macht es gar keinen Unterschied, ob man ein Antidepressivum gibt oder nicht. Wenn man sich jetzt vor Augen hält, dass es keine Evidenz dafür gibt, dass der Stimmungsstabilisator alleine antidepressiv wirkt, dann wäre die Botschaft dieser Studie, dass es überhaupt keine Behandlung der bipolaren Depression gibt, weil der Stimmungsstabilisator alleine hilft nichts, und wenn ich dann das Antidepressivum draufgebe, hilft es auch nichts. Insofern sollte man sicherlich die Daten kritisch hinterfragen. Wenn man sich das genauer anguckt, sieht man auch, dass das sehr heterogen ist. Es gibt sehr viele unterschiedliche Stimmungsstabilisatoren, die hier eingesetzt worden sind. Das sind jetzt auch nicht die allerpotentesten Antidepressiva, wenn man ehrlich ist. Ob die dann auch immer so eingenommen worden sind wie gedacht, das waren jetzt keine strengen Studienbedingungen, ist die nächste Frage. Es gibt viel, was man an diesen 3 Studien, das gleiche gilt für STAR*D, kritisieren kann, sodass ich die Schlussfolgerungen wirklich mit ein wenig Skepsis interpretieren würde. Gibt bei der Bipolar-2-Störung unter anderem aus der Gruppe von Amsterdam mehrere Studien, die sich nochmal damit auseinandersetzen, ob hier Antidepressiva wirksam sind. Sie sehen hier eine Studie, in der Fluoxetin gegen
Placebo verglichen wurde. Und Sie sehen in diesem Survival-Plot, dass unter Fluoxetin deutlich mehr Patienten ohne Rückfall in die depressive Episode sind als in der Lithiumgruppe, sodass die Schlussfolgerung war, dass Fluoxetin bei dieser Patientengruppe effektiver ist als Lithium, was nur auf Placebo-Niveau war. Und ganz ähnliche Studien gibt es auch aus der Gruppe für Venlafaxin. Ich habe Ihnen das mitgebracht, weil ich die Charts auf der anderen Seite ganz spannend finde. Da sehen Sie manische Symptome gemessen mit dem Young Mania Rating Scale und Sie sehen das oben für Fluoxetin, dann für Lithium und unten mit Placebo. Und wenn Sie die Placebo-Kurve angucken, da sehen Sie relativ viele subsyndromale Stimmungsschwankungen, die hier, sehen Sie hier unten, das geht so hoch und runter. Und Sie sehen, unter Lithium kommt es zwar nicht zu einer Besserung der depressiven Symptomatik, aber die manischen Symptome, die werden nach 100 Tagen so gut wie komplett abgeschalten. Das ist der bekannte antimanische, sehr gut evaluierte Effekt von Lithium. Und unter Fluoxetin kommt es zu deutlich mehr Stimmungsschwankungen Richtung Manie, auch im Vergleich zu Placebo. Also irgendwie scheint das Fluoxetin hier schon die Stimmung auch in eine eher unerwünschte Richtung zu bringen, monotherapeutisch bei der Bipolar-2-Störung. Was man sich jetzt überlegen kann, dem Konzept der prädominanten Polarität folgend. Prädominante Polarität heißt, hat der Patient gleich viel manische wie depressive Episoden oder mehr manische oder mehr depressive. Vielleicht haben die Antidepressiva eine umso bessere Wirksamkeit, je mehr die prädominante Polarität Depression ist. Also je mehr der bipolare Patient an Depressionen leidet und je weniger an Manien, umso effektiver ist auch die Behandlung mit einem Antidepressivum. Das ist in dieser Systematik noch nie wirklich untersucht worden, fände ich aber eine sehr, sehr spannende und hochrelevante Studie auch tatsächlich. Das Ganze führt jetzt zu zwei Empfehlungen. Ich finde jetzt auch dieses Zitat aus dem Buch von Pschorr und Bauer ganz gut, dass man keinen Grund hat für die Annahme, dass Antidepressiva bei bipolaren Störungen weniger wirksam seien als bei unipolaren. Und das Ganze synthetisiert jetzt die Leitlinie eben dahingehend, dass es keine Empfehlung gibt, ob ein Antidepressivum in Monotherapie gegeben werden kann oder nicht. Aber sie sagt, es gibt schon ein Switch-Risiko und sie sagt auch, es gibt keine Empfehlung für ein bestimmtes Präparat. Und das bezieht sich auf die antidepressive Wirksamkeit von Antidepressiva, nicht auf das Switch-Risiko. Ja, da ist ganz klar, je potenter oder vermeintlich potenter das Antidepressivum ist, umso höher auch das Switch-Risiko. Das ist ganz gut evaluiert. Venlafaxin hat ein höheres Switch-Risiko als SSRIs und auch Tricyclika haben deutlich höheres Switch-Risiko als SSRIs. Es gibt wenig Studien dazu, muss man auch sagen. Sie sehen hier eine Meta-Analyse, die schon ein bisschen älter ist. Und da sehen Sie hier das Switch-Risiko, was bei den Medikamenten, bei den Antidepressiva eben im Vergleich zu Placebo signifikant erhöht ist, mit einer Substanz, die wirklich eine deutliche Erhöhung des Switch-Risikos mit sich bringt, als Monotherapeutikum und das Jatrosom-Tranylcypromin. Also das ist was, da muss man schon sehr vorsichtig sein, wenn Sie das bipolaren Patienten zugutekommen lassen. Das würde ich jetzt ohne Stimmungsstabilisator keineswegs tun. Und ganz generell, so als Faustregel, tun Sie es einfach nicht. Geben Sie einen Stimmungsstabilisator dazu zum Antidepressivum, dann ist der Patient gut vom Switch geschützt. Und man kann dann lange akademische Diskussionen darüber führen, ob das Antidepressivum hilft oder ob es nicht hilft. Aber ich glaube, in kritischer Zusammenschau der Studien, muss man doch eben sagen, es hilft dann schon. Aber den Stimmungsstabilisator braucht es eben. Wie sehen die anderen Substanzen aus? Hier haben wir eben eine A-Empfehlung. Das ist für das Quetiapin die einzige zugelassene Studie. Da gab es tatsächlich ja auch von der Firma unterstützte Zulassungsstudien, die Embolden und die Boulder-Studien, die letztendlich zu dieser Evidenz geführt haben. Sie sehen hier fünf positive Studien mit sehr hoher Evidenz, was dann eben zu diesem Empfehlungsgrad A führt. Einschränkend muss man sagen, die meisten dieser Studien waren eben die Zulassungsstudien der Firma. Und Sie wissen alle, wenn man jetzt das Outcome-Maß für eine Depression, wenn man den MADRS beispielsweise nimmt, dann können Sie schon mal eine Verbesserung von 3 Punkten erreichen, wenn Sie den Patienten effektiv schlafen legen. Und diese 3 Punkte, das ist schon mal klinische Signifikanz.
Relevanz. Und Sie wissen auch alle, dass Quetiapin eine erheblich schlafanstoßende Wirksamkeit hat. Soll heißen, vieles dieser antidepressiven Wirkungen sind vielleicht tatsächlich nur Effekte der Schlafsicherung und der unspezifischen Dämpfung. Es hat schon auch spezifisch antidepressive Effekte auf die Kernsymptomatik, die sind aber bei weitem nicht so ausgeprägt, wie das bei dem Antidepressivum der Fall ist. Die anderen Antipsychotika, da gibt es für das Aripiprazol keine Empfehlung, auch für das Olanzapin gibt es keine Empfehlung. Atypische Antineuroleptika in Kombination, eine moderate Empfehlung. Das ist etwas vage, muss man sagen. Wie gesagt, die klare Empfehlung, die hat nur das Quetiapin und ich denke, das Cariprazin, zu dem ich später noch was sage, wird das auch bekommen. Das Lurasidon hat eben hier auch eine B-Empfehlung. Das steht hier noch als in Entwicklung befindlich. Das ist eine Substanz, die aber schon auf dem Markt ist, die aber nur in Deutschland, wie erwähnt, nicht erhältlich ist. Die anderen Sachen, die hier untersucht wurden, können Sie im Prinzip alle vergessen. Amodafinil, Memantin, Naltrexon, hilft alles nichts, leider. So, und das ist die Datenlage zu den nicht-medikamentösen Therapieverfahren bei der bipolaren Depression. Sie sehen oben die Psychotherapie-Studien. Da ist nur eine einzige angegeben. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Das ist auch jetzt nicht im Update geändert worden, obwohl es neue Studien gibt. Die Leitlinie sagt, zur Behandlung akuter depressiven Episoden soll eine Psychotherapie angeboten werden und das sollte dann eben kognitive Verhaltenstherapie, familienfokussierte oder interpersonelle soziale Rhythmustherapie sein, wobei letztere in einer neueren Studie, die ich Ihnen dann gleich noch zeigen werde, sich der klinischen Behandlung nicht als überlegen zeigt. Zu allen anderen Methoden gibt es keine oder negative Daten, sodass im Wesentlichen das auf KVT hinausläuft. Neurostimulation. Gibt es gute Evidenz für EKT, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, insbesondere bei der therapieresistenten Depression. Die Leitlinie sagt, EKT sollte angeboten werden bei bipolar therapieresistenter Depression oder schwerer bipolarer Depression. Und was auch noch einen relativ guten Effekt hat, ist die Pharmakotherapie, die Wachtherapie in Kombination mit Pharmakotherapie. Hier Kave bei gemischten Episoden, da kann das durchaus eine Manie triggern, kann auch mal in seltenen Fällen Suizidalität triggern. Und Sie wissen auch, dass das ja für viele Patienten recht anstrengend ist und auch leider nur kurze Wirksamkeit hat. Das ist eher so eine Therapie, die man mal machen kann, um dem Patienten zu zeigen, es geht überhaupt mal wieder aufwärts, um da ein bisschen Hoffnung zu vermitteln. Als solche ist es schon auch wertvoll, aber eben nicht als überdauernde Therapie. Jo, TMS hat eine Kann-Empfehlung, komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Lichttherapie komme ich auch gleich drauf zu sprechen, da ist die Leitlinie an der Stelle auch nicht ganz aktuell. Das ist der Therapiealgorithmus, den Sie in der Leitlinie finden. Ich werde den jetzt nicht im Detail mit Ihnen durchgehen. Den finden Sie ja auch selber in der frei zugänglichen Leitlinie. Die höchste Empfehlung hat eben Quetiapin in Kombination dann mit einer Psychotherapie, die angeboten werden soll. Eine geringere Empfehlung haben Lurasidon, was uns hier in Deutschland nichts hilft, weil es nicht erhältlich ist. Dann soll natürlich unbedingt die Phasenprophylaxe optimiert oder initiiert werden, wenn es noch keine gibt. Ja, zu Cariprazin zeige ich Ihnen hier die erste große Studie, letztes Jahr publiziert. Sie sehen hier die Nebenwirkungen von dem Cariprazin. Das ist im Wesentlichen Unruhe, Agitation und Akathisie. Das kann auch gar nicht mal so selten zum Absetzen zwingen, wenn man es beim Patienten absetzen muss, dann wegen dieser motorischen Unruhe und Akathisie. Ansonsten wird es aber relativ gut vertragen, insbesondere hinsichtlich des Gewichts ist es relativ unverdächtig. Und Sie sehen, dass es hier bei der akuten bipolaren Depression in Monotherapie hier einen signifikanten Effekt hat, sowohl in der Dosierung 1,5 als auch 3 Milligramm, ungefähr 4 Punkte im MADRS im Mittel. Also kein Rieseneffekt, aber für ein monotherapeutisches Medikament auch nicht schlecht. Ein Wort zur Lichttherapie, das ist eine neue Studie, die auch vor kurzem rauskam, die ein ganz
interessantes Design hatte. Die hat Lichttherapie verglichen versus eine andere Lichtform, Dim Light. Also da hat auch eine Lampe vor sich hingeleuchtet, aber eben nicht mit dieser Luxstärke. Ist ja schon jetzt gar nicht so einfach, Lichttherapie zu verblinden. Das ist den Autoren da aber schon gelungen. Und man sieht, dass hier ab der vierten Woche, und das finde ich schon auch einen interessanten Effekt, habe ich so noch nie gesehen in der Studie, zu einem signifikanten und dramatischen Anstieg der Remissionsquoten kommt. Zusätzlich zu Treatment as usual und Pharmakotherapie, muss man hier sagen. Das Lichtschema ist sehr ungewöhnlich in dieser Studie. Es wird zum einen eintitriert. Warum sie das gemacht haben, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Es wird aber vor allem nachmittags um 14 Uhr gegeben. Normalerweise geben wir unsere Lichttherapie morgens irgendwann um 8 oder um 7. So das übliche Schema. Hier in der Studie, und das ist auch theoretisch hergeleitet, wird das um 14 Uhr gemacht. Und nachdem die Effekte so gut waren, haben wir tatsächlich auch auf der Station jetzt die Lichttherapie für bipolare Depressionen konsequent auf 14 Uhr umgestellt, was uns auch dahingehend ein bisschen weiterhilft, dass dann vormittags die Unipolar-Depressiven ihre Lichttherapie kriegen und nachmittags die Bipolaren und man nicht ganz so viele Lampen und Platz braucht dafür. Das ist aber nur ein pragmatischer Nebenaspekt. Aber es ist eine nebenwirkungsarme bzw. fast freie Therapie, die man, glaube ich, gut so in Kombination noch verwenden kann. TDCS, also die Gleichstromstimulation, auch ein neues Therapieverfahren. Hier eine neue, gar nicht mal so kleine Studie, wo TDCS auch als Zusatztherapieoption gegeben wurde. Sie sehen hier, das kann man ganz gut verblinden mit einer Schembehandlung und hier unten die Verum-Behandlung. Sie sehen im Hamilton-Score auch einen Unterschied von ungefähr 5 Punkten. Man sieht jetzt hier keine höhere Remissionsrate, das war numerisch deutlich höher, aber nicht statistisch signifikant, das lag aber am ehesten an der Gruppengröße. Also möglicherweise TDCS als auch nebenwirkungsarme Therapie auch noch eine möglicherweise zusätzlich ganz effektive Therapiemethode, die man, glaube ich, auch gut in der Klinik unterbringen kann. Das ist nicht ganz so einfach bei der Vagusnervstimulation. Hier gab es vor 3 Jahren jetzt die erste wirklich große Studie, eine Open-Label-Studie, nicht Placebo- oder Sham-kontrolliert von Vagusnervstimulation im Vergleich zur Treatment as usual. Und Sie sehen hier in der Abbildung 1 das Hauptoutcome, das hier unten sind Monate nach Implantation, hier unten Treatment as usual und hier die kumulative Response-Rate. Und Sie sehen, da ist die Vagusnervstimulation wirklich deutlich überlegen, aber es fängt eben erst relativ spät an. Das spiegelt sich hier auch in dem Kaplan-Meier Survival-Plot wieder. So nach 6 Monaten ungefähr sieht man hier einen deutlichen Unterschied zwischen Treatment as usual und V&S. Diese 800 Patienten, die in die Studie eingegangen sind, waren gemischt bipolar und unipolar. Wenn man sich das jetzt aber getrennt anguckt, was hier oben rechts zu sehen ist, für bipolare Patienten und unipolare Patienten, die bipolaren sind die der ganz oberste Arm ist der bipolare VNS-Arm, das ist der unipolare VNS-Arm. Sie sehen, da gibt es keinen Unterschied in der Wirksamkeit, hilft also auch bei bipolar-depressiven Patienten. Wir haben jetzt selber so um die 20 Patienten implantiert mit dem Vagusnerv-Schrittmacher. Also implantiert haben es natürlich die Neurochirurgen, aber die sind bei uns in Behandlung. Das sind auch so ja, 1/3 bipolar-depressive Patienten und ich würde auch sagen, dass wir da keinen Unterschied sehen in dem Ansprechen zwischen bipolaren und unipolaren Patienten. Es spricht bei weitem nicht jeder Patient an, auch das muss man sagen, aber es gibt ein paar wirklich schon sehr beeindruckende Therapieerfolge mit dieser Methode. Ja, es gibt viele ungelöste Probleme, was die bipolare Depression angeht. Das erste hatte ich gesagt, es gibt eine sehr unzureichende Datenlage. Man extrapoliert halt immer Daten aus der unipolaren Depression auf die bipolare Depression. Ob das so stichhaltig und statthaft ist, das weiß ich nicht. Man muss aber sich immer vor Augen halten, dass eben in diesem Teich der unipolaren Depression auch viele bipolare Patienten mit rumschwimmen. Das sind die Hindenburg Bipolars. Was wir überhaupt nicht wissen, wenn wir Antidepressiva geben bei der bipolaren Störung, wie lange sollten wir das tun? Wenn man ehrlich ist, weiß man das auch bei der unipolaren Depression nicht so gut, wie man es gerne wissen würde, aber bei der bipolaren Störung wissen wir noch weniger davon. Wir wissen überhaupt nicht, was man macht, wenn jemand unter laufender Behandlung dann depressiv wird, also eine sogenannte Durchbruchsepisode hat, im Sinne so einer gestuften Therapie.
und wir wissen so gut wie gar nichts zur bipolaren therapieresistenten Depression. Und das sind ja, wenn man ehrlich ist, die Patienten, die Sie hier in der Klinik in Behandlung haben. Das sind ja nicht die, die de novo kommen, unmediziert sind und nach Behandlung fragen. Das sind ja typischerweise die Patienten, die kommen nach 4 Behandlungsversuchen mit schon mindestens 3 verschiedenen Psychopharmaka aus 2 Klassen an Bord. Und was Sie mit denen machen sollen, das sagt Ihnen keine Studie und keine Leitlinie, weil es dazu schlicht keine Daten gibt. Hat man also ein Problem. Ich erspare Ihnen jetzt so ein bisschen die Definition der THBD, erfreue Sie noch mit diesem schönen Bild zur Datenlage. Das ist nämlich echt eine Wüste, in der fast nichts wächst. Das Einzige, was wir gut wissen, was gut evidenzbasiert ist, ist die EKT als Behandlungsmethode. Auch da gehe ich jetzt nicht auf die Tabelle genauer ein, aber das ist tatsächlich auch bei der bipolaren Depression genauso effektiv wie bei der unipolaren Depression. Wird wahrscheinlich in der Indikation, zumindest hierzulande, doch immer noch zu selten eingesetzt. Machen Sie hier EKT? Ja. Ja. Gut, dann brauche ich hier nicht zu predigen. Das ist schon mal erfreulich. Pharmakotherapie, auch das gehe ich ganz kurz nur durch, weil die Studien so furchtbar klein sind. Sie sehen N gleich 14, N gleich 21. Das ist schon eher Kunst als denn Wissenschaft. Das Einzige, was hier wirklich größer untersucht worden ist, ist Thyroxin als augmentative Therapie bei der bipolaren therapieresistenten Depression. Da gibt es auch viele Studien hier von Herrn Bauer aus Dresden. Und das ist tatsächlich eine effektive Therapiestrategie. Kann Sie da nur ermutigen, wenn Sie keine Erfahrung mit haben, sammeln Sie Erfahrung damit. Da sieht man wirklich immer mal wieder sehr, sehr erstaunliche Verbesserungen. Man geht da hoch bis 300 Mikrogramm Thyroxin, also heroische Dosen, wo Ihre Endokrinologen wahrscheinlich vom Stuhl fallen. Das Erstaunliche ist, dass die Patienten, die darauf ansprechen, das super gut vertragen. Also üblicherweise würde man sagen, jemand, der jetzt ansonsten gesund ist, wenn Sie dem 300 Mikrogramm Thyroxin zugutekommen lassen, der kommt mit einem Puls von 180 und total agitiert. Die bipolaren Patienten, die ansprechen, stecken das relativ easy weg, muss man sagen. Und wenn es ein Patient nicht wegsteckt, dann ist es auch nichts für ihn. Dann kann man auch relativ zügig wieder ausdosieren. Man macht eine einschleichende Dosierung, also man gibt nicht von heute auf morgen 300 Mikrogramm. Ist auch was ich eher unter stationären Bedingungen machen würde, aber das sind ja typischerweise auch Patienten, die stationär kommen. Ist aber neben der EKT eine der wenigen Therapiestrategien, die tatsächlich gut klappen. Auch Ketamin oder Esketamin ist eine Therapieoption off-label. Sie sehen hier die erste große Studie, oder was heißt groß, waren auch nur so eine Handvoll Patienten aus der Klinik von Sarati, der auch die erste große Depressionsstudie gemacht hat. Und Sie sehen hier auch bei der bipolaren Depression Ketamin sofort antidepressiv wirksam, auch nachhaltig wirksam. Die Wirkung hört hier so nach 3 Tagen auf. Wir haben da relativ viel Erfahrungen mit in Frankfurt. Jetzt haben viele unipolar-depressive und bipolar-depressive Patienten mit Esketamin IV behandelt. In unseren Augen ist es nicht so die Wunderdroge, wie sie in den USA propagiert wird. Wir sehen auch da sehr erfreuliche Verläufe, aber bei weitem nicht jeder Patient spricht da sofort drauf an und springt dann jubelnd durch den Klinikpark. Die Rate an Therapieversagern ist auch da bei, aus dem Bauch raus jetzt geschätzt, mal 50% ungefähr. Auch da sehe ich keinen großen Unterschied zwischen bipolarer und unipolarer Depression. Ja, das hier so ganz praktisch noch. Was würden wir machen, wenn wir einen Patienten mit einer therapieresistenten bipolaren Depression auf die Station kriegen? Erstmal wie bei der unipolaren Depression Pseudotherapieresistenz ausschließen, TDM, bisherige Therapie evaluieren, somatische Komorbiditäten abklären. Quetiapin kann man dann durchaus augmentativ ausprobieren. Wenn natürlich kein Stimmungsstabilisator da ist, dann unbedingt den auch ansetzen und das mit allererster Linie und allerhöchster Priorität Lithium. Und als antidepressive Therapie bei der bipolaren Therapieresistenz dann Venlafaxin oder ein Tricyclikum unter Schutz eines Stimmungsstabilisators. Komorbides ADHS evaluieren, zusätzlich Licht- und Wachtherapie. Wenn das nicht klappt nach 3-4 Wochen, dann würde ich tatsächlich EKT anbieten oder dann, wenn der Patient es nicht möchte, dann nochmal das Antidepressivum wechseln, dann aber in aller Regel auf ein Tricyclikum. Wenn das auch nicht klappt, dann kommen eben die eskalierenden Therapieverfahren mit Esketamin oder Thyroxin in Frage. Alle Patienten, Psychoedukation, Gruppen-KVT und so weiter. Gut, sind wir aber so ziemlich am Ende. Ja, ja.
weiß nicht, ob ich da noch eingeschaltet bin jetzt und mit Ihnen reden kann schon. Ja. Aber ich würde sagen, jetzt waren ja in der Agenda zumindest noch Step Care, ja, was so versorgungsrelevante Ansätze sind. Wir können, wenn so ein oder zwei Fragen im Raum ganz vorne auf der Zunge liegen, die sicher beantworten, aber ich finde für die Gesamtheit der Zuhörer, Zuschauer möglicherweise auch diesen, ja, dann machen wir doch Schluss da vielleicht noch, Care noch ganz interessant, genau, würde ich sagen. Vorgespult. Ja. Kommen wir zur gestuften Versorgung. Ganz kurz, Definition Step Care ist ja gestufte Therapieansätze, Collaborative Care sind systemische Ansätze, die die unterschiedlichen Sektoren mit einbeziehen, wird aber oft zusammen gedacht und zusammen gemacht als Stepped and Collaborative Care. Da gibt es eine gewisse Begriffsverwirrung dann häufig. Ja, das Problem kennen Sie, da hat man jetzt gesagt, bipolare Störungen sind sehr häufig mit 1-2% und das eben eine Erkrankung, die dann eben nicht nur im Fachkrankenhaus behandelt werden kann, so viele Krankenhausbetten haben wir dann gar nicht, sondern die notwendigerweise dann auch im gesamten Versorgungssystem behandelt werden muss. Und jetzt ist so die Frage, passiert das denn auch? Das ist eben nicht so wirklich der Fall. Das ist der Algorithmus der Prophylaxe, den will ich jetzt gar nicht durchgehen, hier ist ein anderer Aspekt wichtig. Jeder bipolare Patient braucht Phasenprophylaxe. Und wir haben eben eine Prävalenz von 1-2%. Wenn man jetzt mal rundet, sind es 1 Million Einwohner in Deutschland, die, wenn man sie gemäß Leitlinien behandelt, eine Phasenprophylaxe brauchen. Gut, sagt man, jetzt, wenn jeder dieser Patienten 20 Stunden Richtlinientherapie auch kriegt, was er kriegen sollte nach Leitlinien, dann kommen wir auf 500.000 Wochen Psychotherapie für diese Patienten. Das sind 10.000 Jahre. So viele Psychotherapeuten haben wir nicht. Also psychotherapeutisch wird das schwierig von der Versorgung, aber es wird noch viel schwieriger, was die pharmakologische Behandlung angeht, weil wir eben diese 1 Million Patienten nicht alle zum Facharzt schicken können. Die können nicht alle von Psychiatern versorgt werden. Die müssen auch vom Hausarzt versorgt werden. Anders geht's nicht. Die haben allerdings wiederum häufig nicht wirklich das wünschenswerte Know-how und die wünschenswerte Motivation, sich mit diesen Patienten auseinanderzusetzen. Großes Problem, was machen wir da? Das sind nur noch mal so kurz die Zahlen, wie viele ärztliche, psychologische Psychotherapeuten es gibt, wie viele Psychiater es gibt. Also Sie sehen, knapp 6.000 Psychiater sollen 1 Million Patienten behandeln. Schwierig, sage ich mal. Nicht einfacher wird es dadurch, dass unser Versorgungssystem in Deutschland komplett zersplittert ist. Und ich glaube, das brauche ich Ihnen hier nicht erklären. Das ist sicherlich was, was meine Kollegin hier auch immer wieder mal betont. Ich finde das als Experte im System schon schwierig genug, den Durchblick zu haben zwischen diesen ganzen Sozialgesetzbüchern und den ganzen Therapieformen. Und ich finde jetzt gerade von einem Patienten mit einer psychiatrischen Störung, der antriebsgemindert ist oder eine Denkstörung hat, dieses System zu navigieren, ist schon fast ein bisschen so, als wenn ich einem Patienten im Rollstuhl sage, stehen Sie doch auf und gehen da hinten zum Orthopäden hin. Genauso schwierig tun sich unsere Patienten das zu tun. Das überspringe ich jetzt mal wirklich hier im Sinne der Zeit. Und das bringt die ganzen Versorgungsprobleme mal so auf den Punkt. Wir haben viele Patienten, hohe Krankheitslast, wir haben dieses zersplitterte Versorgungssystem mit all den Playern, die es da so gibt, mit den ganzen P-Fächern. Wir haben in der Allgemeinmedizin nicht die Aus- und Weiterbildung, die wünschenswert wäre, um die Patienten angemessen zu behandeln. Und wir haben vor allem kein gesteuertes System, was die Patienten da durchlotst. Es hängt immer noch ziemlich viel von Glück oder von Pech ab, ob der Patient mit seiner Erkrankung, sei es jetzt eine bipolare Störung oder eine Angststörung oder eine schizophrene Psychose, beim Psychiater oder beim Heilpraktiker mit Zusatzausbildung Psychotherapie landet. Und was danach mit ihnen im System passiert, ist auch nicht regelbasiert, sondern häufig sehr von Zufällen, persönlichen Befindlichkeiten und sonst was abhängig. Das führt dann zu den therapeutischen Odysseen, die Sie alle kennen, und schon auch dazu, dass häufig diejenigen, die vielleicht gar nicht so schwer betroffen sind, mehr Hilfe kriegen, schlicht und einfach, weil sie diese Hilfe einfordern können, während es den Schwerkranken nicht gelingt. Das nennt sich Inverse Care Law und das führt dann letztendlich nicht nur zu langen Wartezeiten, sondern auch zur Chronifizierung der Erkrankungen, Arbeitsunfähigkeit, Berentung, und ich glaube, da brauche ich jetzt hier wirklich nichts erzählen. Das wissen Sie besser, als ich das tue.
Das ist mal ein Zitat, was mir ein bipolarer Patient gesagt hat, der dann mal von EKT gehört hat, dass das bei der Depression hilfreich ist. Er hat gesagt, ich komme jetzt zu EKT und jetzt, ich will nichts mehr vom inneren Kind hören. Das habe ich in 3 Psychotherapien durch und das hat mir überhaupt nicht weitergeholfen. Sowas darf nicht sein. Also wir dürfen nicht Patienten hier jahrelang durchs System irren lassen, ohne dass denen leitliniengerechte Behandlung zugutekommt. Tja, kann man sagen, ich habe zwar keine Lösung, bewundere aber das Problem. Ich glaube, ich kann Ihnen auch heute hier leider keine Lösung mitbringen. Und Sie alle kennen so die paar Modellprojekte, die es gibt in Deutschland mit unterschiedlichen Finanzierungsmodellen, mit unterschiedlichen Vertragspartnern, Leistungserbringern, unterschiedlichen Steuerungssystemen. Und ich glaube, da kann man jetzt ganz verschiedene Modelle auch an den Mann bringen oder etablieren. Ich glaube, das Wichtigste ist das Steuerungselement. Es muss jemanden geben, der dieses System steuert. Ansonsten wird das nicht klappen und wird wieder in Partikularinteressen zerfallen. Was diese Modelle alle eint, ist, dass sie sektorübergreifend sind, ambulant und stationär, und dass das Budget nicht an den Sektor gebunden ist. Und ich glaube, das ist auch die zweite Grundregel. Sobald das Budget an einen Sektor gebunden ist, wird dieser Sektor natürlich versuchen, die Patienten auch dann für sich zu vereinnahmen. Ja, was gibt es an Step-Care-Ansätzen bei der bipolaren Störung? Und man muss leider sagen, so gut wie nichts. Es gibt bei Depressionen ja schon ein paar ganz schöne Ansätze. Eines davon ist Psychenet aus Hamburg mit Einbeziehung der primärärztlichen Behandler bis hin dann zum teilstationären und stationären Behandler. Gut auch begleitend evaluiert, wirklich ein sehr, sehr schönes Modellprojekt. Für bipolare Störungen gibt es so gut wie nichts. Hier sehen Sie nochmal eine Meta-Analyse zu Step-Care-Ansätzen bei Depressionen. Es gibt tatsächlich nicht viele Studien, die sich damit befassen. Was man aber sieht, ist, dass Patienten, die in einem Step-Care-Ansatz behandelt werden, eine bessere, höhere Chance für Recovery haben und auch mit einer gar nicht so geringen Effektstärke von 0,3 bis 0,4. Also das scheint den Patienten schon was zu bringen. Wie gesagt, es gibt wenig Studien. Sie sehen hier die Studien, die es gibt mit der Meta-Analyse. Man kann sich auch vorstellen, warum das so ist. Sie müssen ja ein ganzes System evaluieren. Es geht nicht nur um ein Medikament oder eine Psychotherapie und da ist es ja schon schwierig zu verblinden und zu kontrollieren. Es geht um eine Systemevaluation. Sowas geht fast nur clusterrandomisiert, dass Sie eine Kontrollregion nehmen und den Outcome aller Patienten in dieser Kontrollregion gegen eine andere Region vergleichen. Das wird, wenn Sie es gut machen wollen, wahnsinnig teuer und wahnsinnig kompliziert auch. Sie müssen erstmal 2 Regionen finden, die Sie vergleichen können. Auch das ist nicht so ganz einfach. Viele, viele Probleme methodischer Natur und das ist Forschung, für die es relativ wenig Geld gibt, muss man leider sagen. Obwohl das eigentlich à la longue wahrscheinlich das tatsächlich kosteneffektivste und auch für den Patienten segensreichste wäre. Der Titel war vielleicht ein bisschen viel versprochen mit Collaborative und Step Care bei bipolarer Störung. Es gibt nämlich genau 2 Programme, die wirklich gut dokumentiert und gut implementiert sind. Das eine ist aus den USA, dieses Veterans Affairs Collaborative Care Projects, LGCC. Das wird von einer Pflegekraft koordiniert und geleitet. Es gibt einen Scheduled Behandlungsplan, es gibt systematische Psychoedukation, es gibt Clinical Practice Guidelines. Pharmakotherapie und Treatment as usual wird implementiert, der Informationsfluss optimiert. Also alles kein Hexenwerk. Wenn man ehrlich ist, ist das schlicht und einfach, man tut das, was man tun soll, wenn man den Facharzt hat und mal die Leitlinie gelesen hat. Also wirklich nichts Kompliziertes, aber alleine das führt zu einer höheren Zufriedenheit der Patienten, zu höherer Lebensqualität und zu einer höheren Leitlinienkonformität, insbesondere der antimanischen Behandlung. Und das Ganze war interessanterweise auch kostenneutral. Das zweite Projekt ist aus unserem Nachbarland in den Niederlanden, niederländisches Collaborative Care Projekt. Hier gibt es ein Collaborative Care Team, bestehend aus Patient, Pflege, Psychiater. Es ist jetzt auch kein Zufall, dass es aus den Niederlanden kommt. Hier ist das System ja sehr viel ambulanter als in Deutschland. Hier gibt es ein Contracting, also der Patient macht zusammen mit diesem Behandlungsteam einen Behandlungsplan, setzt den auf. Und darauf legen sich auch alle Beteiligten in diesem System fest. Auch hier Psychoedukation als wesentliches Element. Die Folien hatte ich übersprungen. Psychoedukation ist gut belegt in der Wirksamkeit bei bipolaren Störungen hinsichtlich Rezidivprophylaxe,
allerdings nur für ambulante Patienten im Intervall. Insofern ist das ein Element, was genau hier in so ein Projekt auch reingehört. Dann ein Therapieansatz, der etwas ungewöhnlich ist. Problem-Solving-Treatment wurde hier implementiert. Das ist jetzt schon über die normale Therapie hinausgehend. Auch wurde eine Live-Chart hier in diesem Projekt implementiert, dass man also mit dem Patienten retrospektiv und dann auch prospektiv die Phasen dokumentiert mit möglichen Einflussfaktoren. Pharmakotherapeutisch und somatisch Treatment as usual, also auch da kein Hexenwerk. Und auch hier sieht man einen signifikanten Einfluss auf Lebensqualität und Funktionsniveau. Sie sehen Effektstärken hier, die nicht so groß sind für die Manie, das sind 0,1, 0,2, aber Number of Months with Depressive Symptoms, also wie viele Monate mit Depressionen, hier immerhin Effektstärken von 0,5, 0,7. Also sind mittlere Effektstärken, die deutlich über einer pharmakologischen Therapie alleine liegen, insofern schon sehr beeindruckend, wie ich finde, was zeigt, dass bipolare Patienten von solchen Ansätzen profitieren können. Und ich glaube, bipolare Patienten sind eine Paradeindikation für kollaborative und gestufte Ansätze, sind Patienten, die perspektivisch chronisch krank sind, immer wieder erkranken können, zwischen den Episoden aber ein hohes Funktionsniveau haben und hier sehr konstruktiv an der Erkrankung mitarbeiten können. Und man muss die eben immer wieder bei der Stange halten, sich selbst zu regulieren, die Medikation zu nehmen, von Suchtmitteln eher sparsam Gebrauch zu machen und so ein Stück weit auf das, was wirklich Spaß macht, nämlich die Manie willentlich zu verzichten. Das ist ja das, so die große Kunst in der ambulanten Behandlung der bipolaren Patienten zu sagen, ich weiß, Manie ist super toll für Sie, aber Sie dürfen es halt nicht haben, weil es macht Ihr Leben kaputt. Also verzichten Sie darauf, sich die Manie zu gönnen, in Anführungszeichen. Das erfordert ein hohes Maß an kognitiver Kontrolle des Patienten, ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Und das werden Sie nicht schaffen, wenn Sie mit dem Patienten einmal im Krankenhaus Psychoedukation machen. Das heißt nicht, dass Sie die Psychoedukation nicht machen sollten, um Gottes Willen. Sie müssen damit anfangen, aber es muss halt ambulant dann auch weitergehen und das passiert hierzulande nicht. Ja, der Patient kriegt, wenn er Glück hat, einen Behandler, der zuverlässig das Lithium weiterführt und einen Spiegel misst. Da bin ich schon mal froh, wenn es so weit ist, aber diese ganzen anderen zusätzlichen Dinge, die passieren eben nicht. Und wenn man ehrlich ist, die Patienten haben zwar alle, zumindest in Frankfurt, alle einen ambulanten Psychotherapeuten, das ist aber total unspezifisch und nicht bipolar irgendwie abgezielt. Das ist die Psychotherapie von der Stange, die im Wesentlichen auf die depressiven Symptome und Selbstmanagement abzielt. Insofern wäre das, denke ich, schon was, wovon auch unsere Patienten hier profitieren würden. Was ich in ähnlichem Ansatz, der sich aber nicht Stepped oder Collaborative Care nennt, was ich da fast sinnvoller finde, weil es erstmal einfacher zu etablieren ist, sind so, ich habe es mal phasenspezifische Intensivmodule getauft. Vorbild Kopenhagen, die Gruppe um Lars Vedel-Kessing, die eine Bipolar Clinic eingerichtet hat. Was haben die gemacht? Die haben ein spezialisiertes Outpatient-Programm eingerichtet, in dem dieselben Module, die wir jetzt auch schon besprochen hatten, Psychoedukation, Problemlösetraining, optimierte Pharmakotherapie, Leitlinienadhärenz und so weiter, in der Zeit nach der Behandlung an den Mann oder an die Frau gebracht werden. Setzt sich für 2 Jahre an die stationäre Behandlung an, dass diese Patienten in diese Bipolar Clinic kommen. Dieses Modell ist auch evaluiert worden in einer tatsächlich randomisierten Studie. 70, 80 Patienten gegen Treatment as usual, was jetzt in Dänemark auch nicht schlecht ist, muss man sagen. Sicherlich ein Versorgungssystem, was gut ist, sodass man sagt, da ist die Vergleichsbedingung schon relativ stark. Aber Sie sehen, dass die Mood Disorder Clinic hier hinsichtlich des Rückfalls wirklich signifikant besser abgeschnitten hat als die Treatment as usual Gruppe. Das hat also durchaus was gebracht. Nach 2 Jahren haben die gesagt, okay, jetzt ist der Patient stabil, jetzt kann er wieder ins primärärztliche System zurückgehen. Und was eigentlich dazu führen sollte, dass wir das sofort in Deutschland auch etablieren, ist die Kosteneffektivität dieses Modells. Natürlich hat diese intensivierte Behandlung erstmal deutlich ambulant Kosten generiert, aber durch die Ersparnis von stationären Aufenthalten hat das unterm Strich hier einen Nettogewinn von 3.000 Euro, ich glaube jetzt über ein Jahr, kann jetzt aber auch sein, dass es über 2 Jahre Nettogewinn von 3.000 Euro erbracht. Also eigentlich müssten alle Krankenkassen sagen, super, so machen wir das und sagen, machen Sie so eine Bipolarklinik und Sie kriegen das extra vergütet. Das passiert aber nicht. Wir haben auch eine Bipolarsprechstunde, in der wir genau das machen, für die wir aber genau denselben PIA-Satz kriegen wie für jeden
Patienten, der jetzt Feldwald-Wiesen-Pia-Patient ist. Bisschen schade, aber ich glaube, das wäre mit etwas niederschwelliger als so ein Collaborative Care Projekt in der Region, ist sowas, was man an eine Klinik andocken kann, je nach lokaler Gegebenheit in Kooperation mit einem MVZ oder niedergelassenen Psychiatern. Das kommt sicherlich darauf an, wie die regionale Versorgungsstruktur ist, aber sowas sollte man zumindest mal bedenken, auch in die Praxis zu kriegen. Gut. Das ist das nochmal zusammengefasst, wo man sagt, wir brauchen eine Zusammenarbeit zwischen dem primärärztlichen System, in dem leichtere, unkompliziertere psychiatrische Erkrankungen behandelt werden. Eine unkomplizierte Depression sollte auch vom Hausarzt gut behandelt werden können und zuverlässig behandelt werden können. Den wollen wir vielleicht beim Psychiater gar nicht sehen, weil wir unsere fachärztliche Zeit für die Patienten mit schweren psychischen Erkrankungen brauchen. Hier mal auch Red Flags, ab wann sollte denn der Patient zum Psychiater? Sicherlich, wenn er suizidal ist, aber vielleicht auch schon, wenn er arbeitsunfähig ist wegen der psychiatrischen Erkrankung. Und dadurch werden die Ressourcen dann frei in unserem System, uns um die Leute zu kümmern, die wirklich auch zum Facharzt müssen. Das ist jetzt kein spezifisch psychiatrisches Problem, das ist beim Orthopäden wahrscheinlich genauso, dass da ganz viele triviale Rückenbeschwerden sitzen, die die wirklichen orthopädisch schwerkranken Patienten dann auch so ein bisschen die Ressourcen wegnehmen. Dennoch sollten wir in die Richtung denken und ich glaube, dass jetzt Ansätze wie digitale Gesundheitsanwendungen, Digital Health, E-Health, nicht unsere psychisch schwerkranken Patienten behandeln werden, die wir hier in der Klinik sehen, aber die ganzen eher leichter Kranken, die kann man damit gut versorgen. Da sehe ich auch den großen Stellenwert von digitalen Gesundheitsanwendungen. Auch sowas gehört für mich in Stepped und Blended Care und Collaborative Care hinzu, dass wir sagen, wie können wir die Behandlung so gut wie möglich niedrigschwellig automatisieren für die leichter Kranken, damit die Ressourcen für die schwerer Kranken bei uns da sind. So, da wäre noch ganz viel anderes dazu zu sagen, was ich aber nicht machen kann, sonst ist es morgen noch da. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Reif. Vielen Dank für die vielen Ausführungen, für auch den großen Bogen, letztlich auch diese Brücke hin zu den Versorgungsstrukturen und die Relevanz quasi für das Versorgungssetting, für die Vernetzung, für die Anbindung an außerhalb der stationären Einrichtung gelegenen Strukturen, auch bei bestimmten Diagnoseschwerpunkten. Denn das war, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass es eben explizit auch in Gruppen, die Sie jetzt angesprochen haben, bipolar erkrankte Menschen relevant ist. Wir haben noch eine knappe Viertelstunde in dem zumindest online geschalteten Format und wir haben Möglichkeiten, Fragen zu beantworten in der relativ kurzen Zeit, aber immerhin in der Zeit. Ich gucke mal in den Raum, ob es ganz dringende Fragen gibt, die dann bitte doch kenntlich gemacht werden können und angebracht werden können. Wir haben aber auch durchaus einige Fragen, die jetzt per Mail an uns gedrungen sind, die Sie auch so ein bisschen mitsehen können. Wir können eine Auswahl treffen, aber vielleicht können wir die zunächst mal. Ich glaube, die kann man relativ, also die, die ich hier sehe. Erste Frage, können Sie noch was zum Switch-Risiko von Bupropion sagen? Das ist laut Benkertipius sehr niedrig. Also wer bin ich, dass ich Benkertipius widersprechen würde? Würde ich nie machen. Da hat er auch recht. Tatsächlich ist Bupropion zusammen mit den SSRIs die Medikamentengruppe mit dem niedrigsten Switch-Risiko. Aber es ist eben vielleicht auch nicht das allerpotenteste Antidepressivum. Und für mich finde ich, auch wenn ich das jetzt nicht mit Daten wirklich belegen kann oder mit einer schönen Korrelationsanalyse, je potenter die antidepressive Wirksamkeit, umso höher halt auch das Switch-Risiko. Das gehört irgendwo mit dazu. Das führt mich, kann man vielleicht direkt an die letzte Frage anknüpfen, praktische Erfahrungen mit EKT bei bipolarer Depression, hohes Switch-Risiko. Das ist nicht der Fall. Also das ist die Ausnahme von der eben gesagten Regel. Die EKT wirkt tatsächlich auch antimanisch und das ist so ein ganz seltenes Einsatzgebiet sogar von EKTs. Bei therapieresistenten Manien. Insofern scheint die EKT tatsächlich stimmungsstabilisierend im engeren Sinn zu sein und die Stimmung Richtung Normalität einzupendeln. Also da muss man keine Sorgen haben, dass ein Patient unter EKT dann manisch wird. Das habe ich tatsächlich auch noch nie über den spontanen Switch hinausgehend gesehen. Es gab sicherlich mal vielleicht ein oder zwei Patienten, aber die switchen halt auch natürlicherweise, aber die Induktion durch eine EKT habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, obwohl ich schon viele, viele Patienten behandelt habe. Cariprazin zur antimanischen Behandlung, ja, ist es in den USA zugelassen. Insofern ist das auch ein Medikament, was tatsächlich für genauso wie Quetiapin und wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, für andere atypische Antipsychotika
für beide Seiten der Behandlung zu gebrauchen ist, zur antimanischen Behandlung, zur antidepressiven Behandlung und möglicherweise auch in der Phasenprophylaxe. Da setze ich das jetzt persönlich nicht ein. Es ist da auch nicht in Deutschland noch nicht zugelassen. Das ist der eine Aspekt. Aber es gibt eben auch viele Alternativen dazu, während es für die Behandlung der bipolaren Depression nicht so viele Alternativen gibt. Insofern ist es für mich persönlich, auch wenn es da noch off-label ist, tatsächlich ein Medikament, was ich immer wieder mal einsetze, in der primären Maniebehandlung nicht unbedingt. Kann man aber machen und habe ja auch schon gemacht, aber es wäre jetzt da sicherlich nicht das erste Medikament, an das ich denken würde. Was halten Sie von antimanischer Behandlung mit Amphetaminen? Gab die Studie hier von Uli Hegerl auch, Stimulantientherapie der akuten Manie. Da war das Stimulans jetzt nicht Amphetamin, sondern Methylphenidat, die ist aber negativ ausgegangen. Also muss man sagen, die Hypothese konnte sich jetzt nicht bestätigen. Ich denke nicht, dass nach dieser negativen Studie irgendjemand den Versuch machen wird, jetzt Amphetamine in der Behandlung der Manie einzusetzen. Ich wüsste jetzt auch keine über Fallberichte hinausgehende Studie, die das macht. Davon würde ich dringend abraten. Es ist off-label und es ist ein BTM. Also ich glaube, da sollte man die anderen Strategien erstmal einsetzen, die man zur Verfügung hat. Und die sind ja bei der Manie auch. Es gibt ja viele Strategien, die man machen kann. Die beste davon ist auch hier erstmal Lithium einzudosieren. Gibt es Fragen aus unserem Raum? Da muss ich ein Stück gucken, aber gibt es Fragen hier? Sie überlegen sich das noch von meiner Seite eine Frage. Sie haben jetzt, Herr Reif, weder alters- noch geschlechtsspezifische Aspekte erwähnt. Und ich glaube, Sie haben so viel erwähnt, dass natürlich auch nicht alles. Aber gibt es relevante, auch explizit für das Stationäre, also für kurzfristig, relativ kurzfristig, wo wir ja stationär behandeln können, irgendwelche Dinge, die Sie altersgeschlechtsspezifisch relevant finden? Ja, da gibt es viele Aspekte. Also um mal mit dem Geschlecht anzufangen, das Spannende ist ja, bipolare Störung im Gegensatz zur unipolaren Depression keine Geschlechtswendigkeit hat, sind genauso viele Frauen wie Männer. Also wenn man will, ein relatives Überwiegen der Männer im Vergleich zu der unipolaren Depression, auch mit schweren depressiven Störungen dann auch relativ früh im Leben. Und das ist jetzt so was ganz, ganz, das kann ich überhaupt nicht mit Daten begründen. Das geht jetzt auch ein bisschen in die Kunst schon rein, aber wenn ein junger Mann mit einer schweren Depression kommt, würde ich immer an eine bipolare Depression eigentlich denken. Bipolar-2-Störungen und häufige Mischzustände gibt es natürlich mehr bei Frauen. Das ist ein charakteristischeres Problem von Patientinnen mit bipolarer Störung, woran man dann denken muss, auch in der Behandlung, sodass ich da bei Frauen eher noch vorsichtiger wäre, irgendwas zu geben, was eher so Mischzustände oder Rapid Cycling induzieren kann. Auch Rapid Cycling findet sich ja häufiger bei Frauen, würde ich also deutlich noch mehr auf Stimmungsstabilisatoren achten und weniger Antidepressiva oder Antipsychotika einsetzen. Da hat man natürlich wieder das Problem, dass gerade Valproat bei Schwangerschaft kontraindiziert sind, das wissen Sie alle, rote Handbrief. Lithium ist da weit weniger verdächtig, als man früher gedacht hat, also da muss man nicht mehr ganz so kritisch sein. Aber es sind alles Dinge, die man noch im Hinterkopf behalten sollte, dass hier bei der bipolaren Störung eben noch spezifischere Probleme dazutreten. Dazu kommt eben, dass das relativ frühe Ersterkrankungsalter bei Patientinnen, die oft in Partnerschaften sind, eben mit dem Kinderwunsch dann zusammenhängt. Insofern ist die Frage nach medikamentöser Behandlung und Kinderwunsch eine, die bei bipolaren Patientinnen im Vergleich jetzt zu Patienten mit schizophrenen Psychosen doch deutlich häufiger auftaucht. Alter ist auch ein relevanter Aspekt. Es ist eher so, dass die bipolare Störung ja nach dem 50. Lebensjahr in der Intensität und von der Frequenz im Mittel eher abnimmt. Also so ein bisschen unschön zu sagen, eher ausbrennt. Aber das ist natürlich nur ein Mittel. Beim einzelnen Patienten kann das auch mit 70, 80 noch sehr, sehr therapieresistente Bilder geben, die sich dann auch mit neurodegenerativen Erkrankungen mischen. Es gibt auch so einige Daten, die zumindest ein geteiltes genetisches Risiko bei einigen genetischen Varianten nahelegen zwischen bipolarer Störung und manchen Subformen neurodegenerativer Erkrankungen. Und man weiß auch interessanterweise, dass Lithium demenzprotektive
Wirkungen hat. Es gibt auch eine randomisiert kontrollierte Studie bei MCI-Patienten, die positiv ist. Also auch irgendwas hat das Lithium damit zu tun, das ist aber nur ein Exkurs. Aber generell gilt auch hier bei der bipolaren Störung wie bei allen psychiatrischen Erkrankungen, je älter die Patienten werden, umso schwieriger wird die Behandlung. Aber EKT kann man da auch noch gut machen. Also wir sind zeitlich am Limit angekommen. Wir sind bei 16 Uhr, kurz zwei Minuten, glaube ich, vor 16 Uhr. Und ich würde die vielen Fragen, die möglicherweise im Raum noch sind oder die uns jetzt hier von außen noch zukommen wollten, zurückstellen, beziehungsweise auf einen späteren Zeitpunkt. Und möchte Ihnen nochmal ganz herzlich danken, dass wir diesen weiten Bogen mit Ihnen schlagen durften. Vielleicht führt die Diskussion an anderer Stelle nochmal weiter. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen und für den Vortrag. Vielen Dank, war gerne hier.